alles neu, oder? Kommst du mit rein? Du musst keine Angst haben. Unsere Lehrer sagen, dass in unserer Schule früher Kinder geheilt wurden. Die hatten Tuberkulose. Weißt du, was das ist? Ich auch nicht. Deine Eltern sind tot, oder? Meine Eltern sind auch tot. Wie sind sie gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Und mir fällt es wieder ein. Mir fällt alles immer wieder ein. Wie heißt du eigentlich? Felicitas. Ich bin Natascha. Hier, die schenke ich dir. Danke. Komm mit rein, wir fragen, ob du neben mir sitzen darfst. Wie fühlen Sie sich? Ich glaube, das war ein neuer Rekord in Sachen Herzrasen. Aber Sie haben Ihre Erinnerungen selten so detailreich und konkret in Trance geschildert. Ich denke, Sie sind auf einem ganz guten Weg. Es wird besser. Ich wollte ja auch gar nicht meckern. Sie dürfen ja so viel meckern, wie Sie möchten. Waren Sie schon mal in Thailand? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich wollte immer mit Natascha hin, mit Rucksack und so. Hat ja leider nicht geklappt. Und dann war es zu spät. Jetzt gehe ich halt allein. Titus kommt nicht mit. Nee, der hat keine Zeit wegen seinen Proben. Ihre Tabletten. Einmal alle 3 Tage abends. Bisher. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, bis in 2 Wochen. Ticket. I see the sign of the airline where I've been waiting, just to leave this behind. Then I look back to all the faces, can see me in the twilight zone where I didn't want to be. In the flashlight, the lights, the earth, the thunder that's rolling into my heart. Excuse me. I can't take a shower. There's no water. Do you understand me? No water to wash. Water clean. Water comes here. May I help you? Please. เขาเป็นอะไรเหรอคะลุง? น้ำ มันจะไหล 8 โมง ถึง 2 ทุ่ม ครับ. Sorry, he said the water will come from 8 a.m. to 8 p.m. only. Na toll, war ja klar. Thanks for helping. Du bist aus Deutschland? Yes. Woher kommst du? Aus Berlin. Berlin?
I love Berlin. The city, the people, and the party, especially the boys. Sorry, my Deutsch doesn't be good anymore. Quatsch, du sprichst voll gut. But I still can understand everything. I love to speak German. Ich bin, Shavadika, Shan Shui. Shan Shui. Shan Shui Feli. Yes, that's very good. I am Guy. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too, Guy. So, if you like, maybe we can go have a drink together. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich heute noch nicht duschen konnte? Gern. Was für ein Mädchen. So eine typische Asiatin halt. Riesenaugen, super hübsch. Und sie kann sogar Deutsch. Ja, dann gehst du hier mit deinem Englisch nicht auf den Keks. Ich hab dich auch nie. Wie geht's dir denn in der Stadt? Hast du immer noch Träume? Nein, nein, alles gut. Sehr geil, das freut mich wirklich sehr. Wie läuft's denn mit der Aufführung? Gut. Ich glaube, das wird noch besser als letztes. Ja, bin echt gespannt, was du zu sagen hast. Sag mal, ich habe hier was gefunden. Also ich glaube, du hast deine Tabletten vergessen. Ja, ich weiß. Hm. Aber mir geht's echt gut, wirklich. Anscheinend brauche ich sie hier auch nicht. Aber pass bitte auf, ja. Du weißt ja, wie es dir ohne Tabletten gehen kann. Hm? Und, was macht ihr morgen? Geil, macht mir den Reiseführer und zeigt mir Bangkok. Schön. Geil. Schick mal ein Foto. Ja, mach ich, wenn ich eins von dir hab. Ich muss jetzt aufhören, ja? Wir sehen uns ja übermorgen schon. Hab dich lieb. Guten Flug wünsche ich dir dann. Danke. Dich auch lieb. Ja, oder? Nein, Geil. Hey, alles okay? Alles gut, ich komme gleich wieder ins Bett. Tu mir einen Gefallen und nimm meine Tablette, bitte. Ich weiß, du hast gehofft, sie nicht mehr zu brauchen, aber die helfen immer noch. Ich bin für dich da, wenn du mir alles erzählen möchtest, okay? Okay. Klar, das hat jeder gewusst. Die waren eine Stunde weg und dann kommen sie von der Empore zusammen. Jedes Jahr ein anderes Pärchen. Danke. Ohne, dass der Chorleiter durchdreht. Schmeckt's? Mhm. Voll gut. Das freut mich. Ich habe mir echt Sorgen gemacht gestern. Du hattest wahrscheinlich recht und ich habe mich einfach überschätzt. Ich meine, ohne Tabletten, dann macht der Jetlag. Kann sein. Aber ich meinte eigentlich, ja, in Bangkok. Ich weiß nicht. Habe ich dir eigentlich das Foto von Guy mir geschickt? Nee, sag mal. Das ist sie. Da hat sie zum ersten Mal Jägermeister getrunken. Die so ein hübscher ist. Willst du noch einen Kaffee? Oh ja, bitte. War die jetzt aus Bangkok? Mhm. Wenn die Teils vom Land kommen, die das erste Mal in Bangkok sind, dann gehen die ja total ab, anscheinend. Hier wie bei Hinn Nummer 2. Die Stadt saugt dich ein, spuckt dich dann irgendwo wieder raus. Ja, krass. Sag mal, wo musst du heute los? Ja, gleich, wieso? Kann ich das Auto haben? Ich will halt nicht mit der Bahn zu Dr. Jung. Na ja, klar, ich bin sowieso den ganzen Tag im Dom.
Kann ich dich wirklich alleine lassen? Ich meine, ich kann auch... Quatsch. Hau ab. Ich dich auch. Schön weiter essen, ne? Ja. Tschüss. Ciao. For us. Sounds like fun. Thank you so much for everything today. It was just amazing. Well, that is just Bangkok. I can't tell you how much I miss dancing. Don't you go dancing in Berlin as well? Did he say something wrong? No. I just thought about my best friend. Natasha and I used to party every weekend. Wanted to travel to Thailand together. Feli, I need to tell you something. Sorry. I didn't want to spoil our night. Auf Thailand. Ah. Na komm, das schaffst du. Really? Yeah. Are you on Facebook? No. That stupid check of myself in my hand. Let me see. Come on. We have to go. Jetzt schon. Now, please. Warum? Quickly. Ja, was ist denn los? Was soll das? Sind die Typen? Guy? I can't tell. Also langsam machst du mir echt Angst. Come on. อยู่ไหน 4 6 8 4 6 8
einfach, hinterlass mir eine Nachricht und ich rufe zurück. Wahnsinnig, lassen Sie das. Lassen Sie mich sofort in meine Wohnung. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann rufe ich die Polizei. Sie rufen die Polizei, ich rufe die Polizei. Frau Peters? Muss ich Sie nochmal sehen? Gibt's ein Problem? Nein. Nein, die junge Dame wollte gerade gehen. In meiner Wohnung, die behauptet, dass sie jetzt da wohnen würde. Ich bin aus meiner eigenen Wohnung rausgeschmissen worden. Niemand ist in deiner Wohnung. Doch, du bist ausgezogen. Was? Vor deinem Urlaub. Sag mal, erinnerst du dich nicht, oder was? Das kann überhaupt nicht sein. All deine Sachen sind bei mir im Keller. Du bist ausgezogen, du hast die Wohnung gekündigt, bist nach Thailand, wolltest deinen Kopf freikriegen. Nein. Doch. Nein. Hey, hey. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Mein Gott, Aufregung, meine Wohnung ist weg. Das Feli. Sollte alles nicht wahr sein. Nicht. Das ist alles ein Riesenhaufen Scheiße. Feli, was ist passiert? Was ist passiert? Gestern. Ja. Ich. Ja. Ich hab. Schlüssel, gehst zu mir in die Wohnung und versuchst dich auszuruhen. Versuch mal ein bisschen zu schlafen. Du hast einen Jetlag. Okay? Ich hoffe, du weißt noch, wo ich wohne. Ich hoffe es. Feli? Schön, dass du wieder da bist. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ruh dich aus. Thank you.
wunderschön, nicht? Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Ach, du bist es. Hätte nicht gedacht, dass ich dich auch mal zu Gesicht bekomme. Wohnen Sie hier? Es ist ja trocken. Es gibt Musik. Und ich bin nicht alleine. Das bist doch du auf dem Bild, nicht? Woher haben Sie die alle? Die lagen hier rum, als ich das erste Mal hergekommen bin. In Schreibtischen und auf dem Boden. Ich habe sie über die Jahre hier in meinem Saal aufgehängt. Einfach der Gesellschaft hin. Als ob sie alle dieses Heim über Nacht verlassen haben. Komisch, nicht? Einfach so, puh, dicht gemacht. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Ich kann mich an fast nichts mehr von früher erinnern. Das ist manchmal auch besser so. Haben Sie das Bild hier schon mal gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Warum haben Sie das vorhin gesagt? Dass Sie nicht geglaubt hätten, mich auch mal zu sehen. Was haben Sie damit gemeint? Naja, deine Freundin, da, auf dem Bild. Die taucht hier regelmäßig auf. Wovon reden Sie da? Natascha ist in der geschlossen. Ich weiß. Wie können Sie das wissen? Diese Typen, die Sie immer wieder rausholen. Das sind Profis. Das kann überhaupt nicht sein. Natascha kann ja nicht mehr allein auf die Straße gehen. Na, wenn du das sagst. Früher kamen die übrigens erst nach Stunden. Mittlerweile manchmal schon nach wenigen Minuten. Das ist unmöglich. Das weißt du aber sehr genau. Gehst du sie wahrscheinlich regelmäßig besuchen? Ich glaube nicht. Selbst wenn das wahr wäre, wie kommt sie dann hierher? Mit dem Bus bestimmt nicht. Dafür blutet sie mir so stark. Was soll das heißen, sie blutet? Warum fragst du mir Löcher in den Bauch? Ist sie nicht deine Freundin? Das sollte jetzt besser gehen. Was ist, wenn sie irgendwann gar nicht mehr kommt? Du solltest dich auf den Weg machen. Bevor die Besuchszeit endet, Feli. Wann bin ich bei dir hier eingezogen? Was? Wie kommst du denn jetzt drauf? Irgendwas stimmt nicht mit mir. An einige Sachen kann ich mich total deutlich erinnern. Und andere sind einfach wie ausradiert. Warum bin ich immer noch der Meinung, dass ich in meiner alten Wohnung wohne? Es war einfach viel in letzter Zeit und ich war kaum für dich da. Es tut mir leid. Weißt du was? Nur noch 2 Tage und dann ist die Premiere vorüber und dann werde ich dich Tag und Nacht mit meiner Anwesenheit belästigen, bis du kotzen musst. Noch 2 Tage, hm? Danger.
warten. Jetzt schon. Hier, trinken Sie etwas. Was war das denn? Sie sind spontan aus der Hypnose aufgewacht. Das ist ein sehr seltenes Phänomen und bedarf eines starken Auslösers. Können Sie sich erinnern, was das Letzte war, was Sie gerade gesehen haben? Ich habe Natascha getroffen. In der Schule. Im Heim. Das haben Sie beschrieben. War da noch irgendwas anderes? Nur wir beide. Waren Sie im Urlaub irgendwie besonderem Stress ausgesetzt? Wieso? Da habe ich mir nur den Kopf gestoßen. Mhm. Thailand hat mir wirklich gut getan. Mhm. Ich hatte eine Menge Zeit zum Nachdenken. Mhm. Natürlich habe ich auch über Natascha nachgedacht. Hätte ich vielleicht irgendwas ändern können, wenn ich es früher bemerkt hätte. Soll ich sie vielleicht öfters besuchen? Ich glaube schon, ja. Ja, ich sollte. Felicitas, nicht einmal ausgebildete Therapeuten können jeden nahenden psychischen Zusammenbruch erkennen. Sie hätten sie vor nichts retten können. Ich glaube, ich würde mich wirklich besser fühlen, wenn ich sie öfters besuchen könnte. Wenn das Ihr Wunsch ist, kann ich gerne einen Anruf für Sie machen. Danke. Hi, ich habe einen Termin bei Frau Schwarz. Peters. Morgen, Frau Schwarz, Sie haben Besuch. Sie haben 15 Minuten. Natascha? Hey. Ich bin's. Feli. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, dass ich... Weißt du, wo ich es finden kann? Hast du das? Thank you.
Kann ich dich kurz alleine lassen? Ich fahre nach Hause, dir ein paar neue Klamotten holen. Lass keinen rein, okay? Bis gleich. Warst du denn? Ich versuche dich seit Stunden zu erreichen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Es tut mir leid. Ich habe gekocht für uns. Jetzt alles kalt. Ist auch voll süß, danke. Titus, glaub mir, ich... Seitdem du wieder da bist, ich verstehe dich ja, aber es tut mir weh, dich so zu sehen. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mich nicht an dich ranlässt. Rede doch mit mir. Ich kann es dir einfach noch nicht sagen. Aber Natascha, konntest du es sagen. Hm? Woher weißt du das? Was? Woher weißt du das? Ist doch egal, es hat doch jetzt mit der Sache hier. Das kannst du überhaupt noch nicht wissen. Bitte, tu mir den Gefallen und nimm einfach wieder deine Tabletten. Feeling. Nein! Es tut mir leid. Lass mich in Ruhe! Du weißt ganz genau, wie das für mich ist!
Ja. Guck, ob dir was passt. Jetzt hört mal gut zu, ihr beiden. Nein, das kann sie nicht. Natascha spielt nur mit dir. Selbst als ich hierher kam, selbst damals waren hier schon keine Kinder mehr. Nicht einmal ich kannte sie noch. Und jetzt ab dafür, ab ins Bett des Schlafzimmers. Sie sind auf einem sehr guten Weg. Es wird besser. Helfen Sie uns. Nicht schlafen? Ich habe genug für mein ganzes Leben geschlafen. Ich will endlich wieder wach sein, verstehst du? Es kommt langsam alles wieder, wie so diffuse Bilder. Als ob du die Medikamente nie gebraucht hättest. Ja, genau so. Bin ich da eigentlich rausgekommen? Du hast einen Anfall bekommen, als ich gestern bei dir war. Ich bin dann rausgeschickt worden. Tja, was dann passiert ist? Keine Ahnung. Du warst in einem geschlossenen Raum mit einer Menge Leute um dich rum. Dann warst du einfach weg. Ich habe dich 20 Autominuten entfernt gefunden, in unserem alten Heim. Hilf mir, mich zu erinnern. Was weißt du noch? Ich weiß gar nichts. Du hast im Schlaf gesprochen. Geschrien. Das sind Albträume. Ach, die habe ich schon immer. Ich sehe uns beide als Kinder. Ich sehe meine Eltern. Aber da hängen nicht zusammen, es sind einfach nur Albträume. Du hast gesagt, Guy, tu's nicht. Wer ist diese Guy? Wenn ich das selbstlos wüsste. Ich habe sie in Thailand auf meiner Tour kennengelernt. Wir sind überfallen worden. Guy hatte eine Pistole dabei und hat sich damit gewehrt. Kurz davor hat sie mir das hier aufs Handy gespielt. Das sind ja wir. Please. Das sind wir. Deswegen war ich auch bei dir. Wie kommt bitte eine völlig Fremde in Thailand an unser Bild? Eine Kopie davon habe ich sogar in meinem Spind in der Uni gefunden. Hast du es da reingetan? Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich ja nicht mal dran erinnern, dass ich umgezogen bin. Du bist umgezogen? Kennst du Titus noch? Wieso will sie, dass wir das Originalbild finden? Wieso kannte mich Guy anscheinend schon? Woher hatte sie überhaupt das Bild? Es hat uns immerhin hierher geführt. Wir sollten es vielleicht einfach suchen. Ich hab's ja schon überall gesucht.
Keine Ahnung, wo es noch sein könnte. Der einzige Ort, wo ich natürlich noch nicht gesucht habe, ist meine alte Wohnung. Wann kommen die Alte endlich raus? Jetzt. Auch keinen Sinn so. Warte mal. Wo würde man was verstecken, wenn man will, dass es keiner findet? Selbst wenn jemand Neues einzieht. Ich meine, wo wird nie geputzt? Beeil dich mal. Ich kann nicht mehr. Nichts. Wie am Anfang. Oh, Scheiße, die Bullen stehen an unserem Auto. Hallo Dr. Jung, hier ist Feli. Ich hoffe, Sie sind da. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bis gleich. Felicitas, ich habe gerade Ihren Anruf abgehört. Ist Natascha schon hier? Sie sind mit Natascha unterwegs. Jetzt kommen Sie erst mal rein. Ich mache uns erst mal ins Leben. Dr. Jung. Wir stecken in ziemlichen Schwierigkeiten. Es tut mir leid, dass ich Sie damit reinziehe, aber ich wusste nicht, zu wem ich sonst sollte. Felicitas, ich möchte Ihnen sehr gern helfen. Aber wenn Natascha da draußen unterwegs ist, dann wird das gefährlich für Sie selbst. Natascha, geht es wirklich wieder gut? Ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählt habe. Sie hat mir gar nichts erzählt. Die pumpen Sie mit Medikamenten voll und lassen Sie sich. Ich sage Ihnen das wirklich nur ungern. Sie ist eine Gefahr für sich und für andere. Und das tut mir auch sehr leid für Sie. Aber Sie aus einer geschlossenen Psychiatrie zu befreien, das kann nicht die Lösung sein. Natascha, geht es wirklich wieder gut, seitdem sie ihre Tabletten nicht mehr nehmen muss? Dr. Jung, was ist eigentlich? Feli, er ist einer von Ihnen. Nein. Beruhigen Sie sich, alles ist gut. Er war die ganze Zeit dabei, versucht dich zu erinnern. Er behandelt deine Albträume? Erklären Sie doch mal, wie Norwang's wohl wird. Ich will nur mit Ihnen reden, ich werde Ihnen nichts tun.
Ich werde niemanden anrufen, sie nicht ausliefern. Ich will nur mit Ihnen reden. Sie haben gesagt, dass ich Natascha befreit hätte. Nein, ich habe nicht gesagt. Sie haben gesagt, Natascha aus der Geschlossenen zu befreien wäre nicht der richtige Weg. Wie kommen Sie darauf, dass ich das war? Bitte, sagen Sie mir, dass das nicht stimmt. Sagen Sie mir, dass Sie denen nichts erzählt haben. Ich habe gar nichts gesagt. Ich will offen zu Ihnen sein. Ich arbeite als Arzt, um Sie, Felicitas, zu betreuen, zu bestärken. Ach, so ein Bullshit. Und zu verhindern, dass Sie sich selber in Gefahr bringen. Könnte ich mich denn bitte selber... Ich arbeite für eine medizinische Vereinigung. Wir studieren euch, betreuen all eure Wege. Wir lassen euch nie aus den Augen, damit ihr die Chance habt, noch ein normales Leben führen zu können. Ein normales Leben, ja. Sie hindern uns doch daran. Woran denn hindern? Was soll denn das alles heißen? Das heißt, dass jetzt Schluss ist damit. Ihr seid zu weit gegangen. Tut mir leid. Nein, das könnt ihr nicht. Das Leben, das du kennst, ist eine einzige Lüge. Verstehst du das? Der Mensch, der du zu sein glaubst, der wurde zweimal komplett ausgelöscht. Dieses Foto, das ist deine einzige Chance, herauszukommen. Also ist es wahr. Meine Halbträume. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Doch, doch, du kannst das. Du hast das nur vergessen. Konzentrier dich. Ich bin hier keine Hilfe mehr. Ich schaffe höchstens noch ein, zwei Sprünge, okay? Das kannst du voll abhaken. Wir gehen zusammen. Ich schaff das nicht allein. Du läufst jetzt. Ich lenk's dir. Und was ist da mit dir? Lauf. Lauf jetzt. Du tust mir leid. Tut mir leid, mein Sohn. Wir nehmen die Beichte heute nicht ab. Ich empfange dich gerne morgen. Wie kann ich dir helfen, mein Kind? Hier bist du sicher. Danke. Wo wussten Sie das? Ich bin ja doch schon einige Jahre dabei und konnte mir ein wenig Menschenkenntnis zulegen. Und wenn du auch etwas öfter in die Kirche gegangen wärst, hättest du dir ein etwas weniger offensichtliches Versteck ausgesucht. Wenn es doch nur immer so einfach wäre, das Vertrauen in den Menschen zu entfachen wie das Anzünden dieser Kerzen. Das ist schon Arbeit.
Ein Lächeln steht dir gut. Das solltest du öfters mal ausprobieren. Das ist im Moment etwas schwierig. Hast du denn jemand, dem du vertraust? Deine Eltern? Dein Partner? Meine Eltern sind gestorben, als ich noch klein war. Und mit meinem Freund kann ich nicht darüber reden. Das tut mir sehr leid. Magst du mir nicht erzählen, was dich bedrückt? Ich war so egoistisch. Warum konnte ich mich nicht einfach mit dem zufrieden geben, was ich hatte? Ich habe meine beste Freundin in Lebensgefahr gebracht. Nach dem Autounfall meiner Eltern bin ich ins Heim gekommen. Da habe ich Natascha kennengelernt. Ihr seht glücklich aus. Das waren wir. Bis sie angefangen hat, Dinge zu sehen. Unglaubliche Geschichten zu erzählen. Aber niemand hat ihr geglaubt. Irgendwann hat man sie deswegen in eine geschlossene Anstalt gesteckt. Und anstatt für sie da zu sein und ihr zu helfen, bin ich einfach davon weggerannt. Ich habe sie da drin verrotten lassen. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, weil er der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, Tag und Nacht. Kapitel 20, Vers 10. Die Offenbarung des Johannes. Die Johannespassion. Und das ist kein Halbkreis, das ist die Domkuppel. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ist die Kuppel im Winter nicht geschlossen? Wenn ich Glück habe, ja. Wo willst du denn eigentlich hin? Auf Toilette. Du weißt genau, dass da keine Toilette ist. Okay, pass auf. Ich wollte mir die Premiere von der Kuppel oben aus angucken. Komm mit. Letzte Chance, hier rauszukommen. Sorry, aber das ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt dafür. Du verstehst das nicht. Das alles hier ist nicht real. Du tust mir weh. Hör mir zu. Du selbst hältst dich in dein Unterbewusstsein gefangen. Zum Schutz. Du kannst bald nicht mehr aufwachen. Hörst du nicht selbst, was du da sagst? Der Kampf gegen Dr. Jung. Der Schuss auf Natascha. Du in der Kirche. Das alles sind Situationen, die du nicht verkraftet hast. Dr. Jung ist nicht der Feind. Es wurde nicht auf Natascha geschossen, sondern auf Guy. Verstehst du? Du liegst immer noch auf der Couch bei Dr. Jung. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber woher sollte ich das alles hier wissen, ha? Bitte.
Wenn du wirklich ein Teil von mir bist, dann weißt du auch, was auf dem Bild steht. Was? Sag's mir. Sag's mir. Nimm die Tabletten. Ich weiß, es ist nur schwer zu glauben, aber anscheinend weißt du ja schon mehr, als ich erwartet habe. Dann machst du das mit dem Bild. Dann sag mir, warum ich jetzt hier bin. Ich habe nach Orten und Zeiten gesucht, an denen wir mit großer Wahrscheinlichkeit sein werden, weil ich dich warnen will. Dann kann ich also wirklich durch die Zeit springen, wenn du... Ich bin die Feli, die du mal warst. Ich habe nicht genug Zeit, um dir alles zu erklären. Ich bin eh schon viel zu lange hier. Brauchst du doch gar nicht. Sag mir einfach, wie es geht und du kannst sofort zurück. Ich will nur Natascha da rausholen. Nein! Genau deshalb bin ich hier. Ich weiß nicht, worauf ich das schon versucht habe, aber sie haben mich, uns, immer wieder gekriegt und sie werden nie aufhören, uns zu jagen. Bitte, mach nicht denselben Fehler wie ich. Verschwinde, solange sie noch nicht wissen, dass du Bescheid weißt. Ich kann nicht verschwinden, solange sie noch Natascha haben. Wegen mir ist sie jetzt verletzt oder vielleicht sogar tot. Was? Scheiße. So war das nicht geplant. Warum sprichst du denn nicht einfach zurück und verhinderst, dass sie uns findet? Du kannst das doch. Glaub mir, das würde ich so gerne. Aber den Sprung würde ich hiernach nicht mehr überleben. Selbst wenn ich noch länger hier bleibe, sterbe ich und du mit mir. Ich muss sie aber da raus und verstehe das doch. Ich hab sie im Stich gelassen, ich hab ihr nie geglaubt und ich hab sie einfach denen überlassen. Also bitte, bitte sag mir, wie es funktioniert. Ich verstehe dich besser als jeder andere, glaub mir. Aber den Ablauf der Zeit zu ändern, könnte uns umbringen. Wenn du endlich ein normales Leben führen willst, musst du hier weg. Andere von uns haben es doch auch schon geschafft. Christina lebt jetzt in Kapstadt und Guy ist zu ihrer Tante nach Bangkok. Guy gehörte dazu. Ich habe schon geahnt, dass sie uns die Erinnerungen an die Mädels aus dem Heim nehmen würden, aber... Guy ist tot. Wie? Sie wurde von denen ermordet, als sie versucht hat, mir den Hinweis zu geben. Wem hast du alles erzählt, dass du sie gesehen hast? Niemandem außer wem, Freddy? Außer wem? Geh weg von ihr, verschwinde! Wenn sie nicht sofort in ihre Zeit zurückspringt, dann stirbst du. Und? Was kümmert's dich? Du wusstest, was sie mit uns machen und hast mir die ganze Zeit ins Gesicht gelogen. Ich wollte dich nur schützen. Lass mich doch endlich in Ruhe. Ich liebe dich. Ich habe das alles für dich getan. Lass es nicht mehr hören. Feli, sie werden gleich hier sein und dann kann ich dir nicht mehr helfen. Bitte komm mit mir. Verschwinde endlich! Lass mich los. Sag's mir. Da sind sie. Sag mir, wie es geht. Adrenalin. Konzentrier dich und sammle deine... Halt die Klappe und verschwinde. Sammle deine Emotionen. Fokussier den Punkt in der Zeit und lass es einfach geschehen.
Vertrau auf dich. Du hast es in dir. Nein! Hände hoch und weg von der Kante. Vertrau auf dich. Du hast es in dir. Du kannst das. Konzentrier dich. Hallo? Felicitas. Wer sind Sie? Das weißt du vermutlich schon. Die Frage ist vielmehr, bist du schon wieder du? Was wollen Sie? Ich will dir helfen, dabei deine Freundin nicht erneut zu enttäuschen. Wir schießen doch nicht gleich scharf. Sie war nur betäubt. Schau auf dein Handy. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt deine Freundin erneut im Stich und rennst weg. Oder du bekommst dein altes Leben zurück. Und was verlangen Sie? Dein Leben zu meinen Spielregeln.
Natascha ist frei. Du weißt, wo du uns finden kannst. Was haben Sie angetan? Ich? Gar nichts. Euer ganzes Leben habe ich auf euch aufgepasst. Wie auf eigene Töchter. Deshalb wusste ich auch, dass du kommst. Schließlich kenne ich dich schon lange genug. Du bist noch neugieriger als sie. Ihr wäre nichts passiert, da wo sie war. Bis du gekommen bist. Du bist gesprungen. Und nun kannst du nicht begreifen, was mit dir passiert ist. Oder was beim nächsten Mal passieren wird. Vielleicht ginge es noch mal gut. Vielleicht auch 10 weitere Male. Oder aber du würdest schon beim nächsten einen Hirnschlag erleiden. Ich muss das wissen. Schließlich warst du nicht die Erste, die ich retten musste. Wie viele von uns gibt es? Die Gabe schwindet. Genau wie sie hast du immenses Potenzial. Du darfst es nicht verschwenden. Das gibt ihnen also das Recht, uns die Erinnerungen zu nehmen, uns wie Sklaven zu behandeln, die sie jederzeit untersuchen, jederzeit springen lassen können, egal ob wir dabei draufgehen. Felicitas, du gehst weiterhin zu deinen Therapiestunden und wir bekommen, was wir brauchen. Du machst deinen Abschluss, wirst irgendwann heiraten. Ganz normales Leben, wie früher. Wie früher? Wie kann man dann bitte ein normales, glückliches Leben führen, wenn man weiß, dass man anders ist? Dass irgendwas mit einem nicht stimmt? Ich werde mich nicht länger selbst belügen. Und auf gar keinen Fall werde ich Ihnen vertrauen. Ich will mein eigenes Leben führen. Ich habe nie um diese Kraft gebeten. Ich habe mein Leben gegeben, um diese Kraft zu erlangen. Und du willst sie nicht? Du willst sie nicht? Hier, schau hin. Schau genau hin. Ein halber Körper sieht so aus. Das Feuer hat uns im Schlaf überrascht. Meine Frau, meine Söhne. Und deshalb forsche ich weiter, jeden Tag. Und ich werde nicht aufhören, bis ich deine Gabe verstanden habe. Und ich werde eines Tages alles ungeschehen machen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, du willst dein Leben zurück, dann hilf mir, meins zurückzubekommen. Tut mir wirklich leid um Ihre Familie. Aber nichts auf der Welt kann das rechtfertigen, was Sie mit uns machen. Niemals. Niemals. Wie man sich täuschen kann. Nein! Nein! Achtung! Thank you.
Glaubst du, ich komme unvorbereitet hierher? Glaubst du, wir forschen seit Jahrzehnten ohne auch nur ein Ergebnis? Du kannst es vielleicht kontrollieren, aber wir können es abschalten. Weißt du, egal was davon bedenkst, aber dir weh zu tun, war wirklich das Letzte, was ich wollte. Sehr clever. Sehr, sehr clever. Du kannst vielleicht die Vergangenheit kontrollieren, aber ohne deine Erinnerungen ist das wertlos. Wer sind Sie denn? Sie stehen in meinem Wohnzimmer. Wie geht's dir, Kleines? Ganz die Alte. Überrascht einen immer wieder. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Ich kann mir mein Lebenswerk nicht von zwei Göhren kaputt machen lassen. Nein! Gib dir keine Mühe. Bis deine Kraft zurück ist, brauchst du sie nicht mehr. Wirklich versuchen. Glaubst du, dass du schneller bist als ich? Das war ich schon. Befehlen, Kleines. Wo fahren wir denn hin? Wo wolltest du denn schon immer mal hin?
immer noch nicht normal. Jetzt komm mit, steh auf. Ich reiß dich zusammen, bitte. Vorsicht. Okay, pass auf. Du bleibst hier drin, ja? Ich suche einen Ausweg. Ich komme gleich wieder. You need me. Let her go. Oder ich bring mich um. We do need you. Aber das magst du nicht. Woher wollen Sie wissen, dass ich das nicht mache? Your abilities are there to protect you. To ensure your survival. Trust me. I know. Nature made you like this. You won't kill yourself. It's not in your blood. Ich kann nicht mehr sagen, was in mir steckt und was nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen, Sie werden Natascha nie wieder missbrauchen. Lassen Sie sie gehen oder ich bin tot. There's no escape from here. There never was. This is your destiny. Now, accept your fate. Or you both die. What do you say? As you wish.
you can raise up.